Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Castle Story. Immer noch mit Erkältungspanda. Das heißt, ja, die Folgenlänge wird ungefähr 15 Minuten sein, damit ich dann am Ende Zeit zum Husten habe. Jedenfalls, ja, wo waren wir stehen geblieben? In der letzten Folge haben wir hier die Sockbiles, die hier noch im Weg waren, gekillt oder entfernt einfach, weil wir wollen ja hier den Turm anschließen. Und ursprünglich hatte ich gedacht, den hier bis hierher vorzuziehen, aber da habe ich dann stillschweigend in der letzten Folge gedacht, hey, ich baue ihn lieber ein bisschen mehr so her, irgendwie, oder so hin. So hin, so her. Denn, dann wirkt das Ganze, glaube ich, ein bisschen organischer und vor allem wir müssen uns das auch mal optisch jetzt ansehen. Es sollte ja so ein bisschen ein Abstand sein zwischen dem Torhaus und dem Turm. Wenn der Turm hier direkt dran geklebt wäre, wäre es vielleicht ein bisschen nah gewesen. Ja, also ich würde den Turm jetzt so hier anschließen, ungefähr so, dass er halt hier ein bisschen vorragt und auf jeden Fall noch ein bisschen höher als die Mauer ist. Ja, ich denke mal, das können wir so machen. Da müssen wir allerdings den einen Baum hier fällen. Tschack. 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 Vier Schläge. Ja, die Teile, die können wir dann eh vielleicht auch brauchen für irgendwelche Sachen. Können wir eigentlich auch so manuell jetzt. Ich will jetzt keine eigene Gruppe anlegen. Ich mache das jetzt mal manuell, dass ich das hier aufheben lasse und hier ablagern lasse. Stockpile-mäßig, ja. Hat jemand auch vorgeschlagen, hey, bau mal ein neues Lagerhaus. Aber, ich weiß ja noch nicht wo. Und eigentlich würde ich vorher ganz gerne hier den Turm und die Mauer fertig bekommen. Aber Lagerhaus wäre natürlich was. Unterirdisch ist halt so eine Sache bei einem Lagerhaus, weil mit dem Pathfinding gibt es dann gerne mal Probleme, dass die irgendwie sich verlaufen in den engen Gängen. Ich meine, was wir machen könnten, wäre, dass wir einfach hier vorne wieder irgendwie so eine Art Platz anlegen. Das können wir später alles wieder entfernen. Wäre jetzt durchaus denkbar. Da ist ja kein Problem mit der Wegfindung dann. Ja, hier haben sie auch schon ein bisschen Lager angelegt, indem sie Steine rübergeworfen haben. Naja, gute Frage, was wir jetzt machen, weil die paar Lagerteile hier sind dann doch ein bisschen zu wenig, schätze ich. Wobei, wenn wir einen ständigen Nachschub hier gewährleisten können, dann soll es eigentlich gehen. Machen wir einfach mal weiter. Wir werden eh sehen, ob das dann funktioniert oder nicht. Also hier. Wieso kann ich denn hier jetzt keinen Stein hinlegen? Ach so, jetzt kann ich. Und dann halt jetzt wieder hier weiter. Hä? Na komm. So. Manchmal, wenn ich klicke, kann es sein, dass das irgendwie nicht richtig platziert wird. Warum auch immer. Der Turm. Ich würde den jetzt... Wir könnten eigentlich diese Steine hier, das könnten wir eigentlich so in den Turm irgendwie einbauen. Ich glaube, dass das funktionieren könnte. Der Turm. Ja, hier kann ich irgendwie nichts hinbauen, weil das irgendwie abschüssig ist oder so, schätze ich mal. Oder? Ja, was ist denn, wenn wir das hier jetzt kaputt machen? Dann... Na, geh aus dem Weg hier. Das ist so ein bisschen ein Problem im Moment noch, dass die manchmal nicht aus dem Weg gehen. Ja, jetzt kann ich hier was hinlegen. Jetzt lege ich halt hier einen Einzelstein rein, damit das auch ausgefüllt ist, damit der Turm auf einem sicheren Fundament ruht. Und, ja, danach bauen wir halt hier rüber und hier. Dann hier ums Eck und hier. Das ist halt jetzt die Frage, wie... Hey! Ah, na okay. Von mir aus. Hast du es vorher noch kurz kaputt gemacht? Das ist dieser Bug, wenn, wenn ich einen Stein einmal zum Zerstören markiere, dann bleibt der markiert, solange diese Baugruppe besteht. Also hätte ich jetzt die Baugruppe kaputt machen können, dann hätte es wieder funktioniert. Aber so wollte ich jetzt auch nicht machen. Jedenfalls, Moment mal, so, dann so. Das heißt, wir müssen hier unten einen Einzelstein hinlegen, damit es dann passt. Mittlerweile habe ich das so ein bisschen im Gefühl, glaube ich zumindest, mit diesem Steinlegen.
So, wenn ich jetzt hier, ist das dann richtig? Moment, ich muss mal die Seitenlänge zählen. Er müsste aber auch nicht unbedingt quadratisch sein. Ist ja nicht vorgeschrieben, dass Türme quadratisch sind. Ist nicht mal vorgeschrieben, dass sie gerade sind. Siehe Schieferturm von Pisa und auch in einigen anderen Städten gibt es welche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawohl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ja, okay, da kann ich ja einfach noch hier jeweils einen dranlegen und dann muss ich die Steine hier so bauen. Dann geht sich's aus. Ja, dann passt's. Gut, dann legen wir mal hier. Ich weiß gar nicht, sollte man für den Turm einen Eingang machen? Ich lasse es mal hier einen Eingang frei. Bin mir noch nicht sicher, ob ich da jetzt innen eine Treppe baue oder nicht oder wie oder was oder warum. So. Ja, da passt es natürlich dann, ja, mache ich mal so. Da ist wieder die Sache, wenn man hier unten den Einzelstein legt, dann hier einen Doppelstein und dann hier den Bogen, dann passt das zusammen. Wenn man es nicht macht, dann passt das dann irgendwann oben nicht mehr zusammen. Man muss mit Einzelsteinen arbeiten, aber ehrlich gesagt ist mir das jetzt auch egal. Da bin ich jetzt nicht so, dass das immer so perfekt sein muss. So, hier würde ich jetzt glatt mal die Geschichte hier sozusagen zumauern. Und dann hier so einen Stein drauflegen. Die Frage ist jetzt nur, warum machen die nichts? Was ist denn los mit euch? So tut doch was. Oder lassen wir das offen hier als Durchgang, dass sie hier, aber das würde ja nur jetzt für den Bau was bringen. Ich glaube, ich muss hier eh noch eine zweite Treppe raufbauen in irgendeiner Form. Moment mal, da können die, aber Moment, wir können Folgendes machen. Machen wir das mal wieder weg hier. Ich habe einen Plan, glaube ich zumindest, dass das ein, nee, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte den Teil hier wegmachen. Hopp, das geht jetzt gar nicht mehr. Na komm schon, ich will das hier wegtun. Den einen blauen will ich wegmachen. Geht nicht, okay. Da kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. Ich wollte nämlich hier oben drauf Steine legen und dann hier. Dann könnte ich nämlich, da habe ich mich verklickt, könnte ich nämlich hier schon eine Treppe bauen. Wobei, so langsam muss ich die Mauer ja auch zumachen. Das heißt, das geht ja eigentlich gar nicht so jetzt, sondern ich muss hier irgendwie Bögen platzieren, zumindest auf der Innenseite. Diese leckt. So. Und jetzt hier Bögen drauf. Dann könnte man nämlich von oben her die Treppen schon drauflegen und dann müsste es eigentlich gehen. Ja, die Frage ist nur, warum macht niemand was? Warum tut denn niemand was? Habe ich euch pausiert oder was? Ohne es zu merken? Oder was ist los? Die Steine hier könnt ihr doch nehmen. Das sind doch solide Steine. Oder nicht? Naja, was sein könnte, wäre natürlich das... weißt du, was wir... Wenn es die mal wieder aktivieren hier... Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass die zuerst mal hier checken, ob hier was zum Nehmen ist. Wenn hier nichts ist, was ja sein kann, dann suchen sie gar nicht mehr nach herumliegenden. Das wäre jetzt theoretisch ja möglich. Also würde ich sagen, machen wir oder setzen wir die Minen hier wieder in Betrieb. Da laufen sie auch schon wieder drauf los. Und dann müsste eigentlich, sobald hier das gefüllt ist, eigentlich müssen die dann wieder anfangen zu arbeiten. Wenn nicht, bin ich traurig. Das sind nämlich so diese Bugs, die halt leider noch ein bisschen einem das Spiel vermiesen können. Ach so, ja, okay, sie waren auch pausiert. Aber sie machen tatsächlich, sie nehmen die rumliegenden Blöcke nur, wenn sie sozusagen eine Verwendung dafür sehen. Ja, und der schleudert wieder mal seinen Block hier hoch. Ich hoffe nur, dass nicht einer jetzt hier den Weg absperrt, weil dann wäre es, das wäre natürlich doof. Ach, jetzt kann man es entfernen. Sehr schön. Dann legen wir hier noch einen rein. Ja, irgendwie nehmen die rumliegenden Blöcke gar nicht. Was wir natürlich jetzt machen könnten, wäre, dass wir einfach hier mal das zerstören. Vielleicht nehmen sie die dann. Oder, weißt du was, ich glaube,
Nachdem hier schon so viel Zeugs rumliegt, hier haben sie Steine im Weitwurf hingeschleudert, würde ich fast sagen, dass wir einfach mal wieder die Entfernen-Taste drücken und ja, hoffentlich so, dann ist das ganze Gerümpel hier nämlich weg. Nachdem sie es eh nicht nehmen, bringt es uns nichts. Und jetzt können wir das hier eigentlich kaputt machen. Kaputt machen ist immer das Beste. Viel besser als aufbauen. Ich schätze mal, es wäre eigentlich so ein cooler Spielmodus, den man natürlich auch einfach so machen könnte, ohne dass es ein offizieller Spielmodus ist. Nämlich, dass es eine Karte gibt mit einem vorgefertigten Schloss oder halt einer ganzen Burgenlandschaft. Und das Ziel ist es, das in möglichst kurzer Zeit zu zerstören, zur Gänze, oder bestimmte Teile davon zu zerstören. Und dann könnte man eben sozusagen Videos posten auf YouTube, wer schneller ist. Ja, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Auf jeden Fall sind die Bergarbeiter wieder fleißig am Graben. Das ist jetzt kein Thema. Da kommt der Nachschub. Und die Steine hier, die nehmen sie auch. Die davor haben sie nicht genommen. Und wenn wir schon dabei sind, würde ich mal sagen, hier dick Voxel, weil das hier ist ja... Das ist ja hässlich, was da entstanden ist. Dieser Erdwürfel da. Ein Kubikmeter Erde. Das ist wie im Baumarkt. Ist schon interessant, weil... Insofern interessant, weil hier ein Block entsteht, der vorher nicht da war. Denn hier war ja eine Ebene und das Gelände passt sich dann immer so an den Bauten. Aber da entsteht sozusagen auch neues Material. Und theoretisch könnte man... Jetzt ist kaputt... Theoretisch könnte man da jetzt, weiß ich nicht, ob das funktionieren würde, aber da könnte man so eine Art Erdfabrik bauen in einem späteren Spiel, wo man einfach, oder in späteren Versionen, wo man dann einfach immer einen Block setzt, es zieht die Erde hoch, man mint die Erde ab, man zerstört den gesetzten Block, was ja die Ressourcen auch wieder zur Gänze zurückgibt und so kann man sozusagen unendlich Ressourcen minen, die eigentlich gar nicht da sein sollten. Solche Dinge werden vor allem dann im Mehrspielermodus dann oft relevant, weil da ist halt dann oft so die Sache mit, jetzt arbeiten sie schon wieder nicht. Na, mach doch was. Ach so, der, was ist denn jetzt hier los? Ist das wegen dem Block, dass die den immer zerstören oder was? Hä? Ist das jetzt hier im Block ein? Hey, nein, 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 nicht zerstören! Nein! Hör auf! Ihr Idioten! Ah, Mann, sind die doof! Ja, ja, aber wobei, jetzt könnte man eventuell schon mal hier was machen. Die sind ja echt bescheuert hier. Das ist, ja, ich weiß schon, das ist ja Bug, aber trotzdem... Das kann dann schon ganz schön nerven. Jetzt kommen sie immerhin hier weiter. Jawohl, so will ich das nämlich haben, dass sie von hier oben rankommen und dann läuft die Sache wieder. Dann brauche ich nämlich hier keine zweite Treppe bauen für nichts. So, dann bauen wir hier eben Treppen hin. Weiß gar nicht, wie man das am besten machen. Also so auf jeden Fall mal zwei. Vorne werden wir wahrscheinlich hier auch eine Reihe von Zinnen bauen. Also ist vielleicht nicht so sinnvoll, hier noch eine Treppe zu legen, sondern... Da würde man dann eher irgendwie mit den Zinnen weitermachen oder so. Oh, keine Ahnung. Jedenfalls können wir jetzt endlich die Mauer und das ganze Zeugs hier dann fertig bauen. Jetzt können wir auch eine Sache machen, nämlich hier zumachen. Auch wenn der Block drunter immer zerstört wird. Wir können aber hier einen dran kleben, glaube ich. Das ging doch, oder? Ging das? Na? Nee, das ist falsch. Nee, das geht irgendwie nicht. Na okay, da haben wir hier ein Loch drin. Ist wohl, ist halt für die Lüftung. Ich erkläre es jetzt mal damit. Ja gut, okay, hier geht's mauertechnisch weiter. Machen wir mal die Mauer hier fertig. Zumindest den Blueprint. Der Nachschub ist jetzt natürlich ein bisschen am Stocken, obwohl doch recht viele Minenarbeiter eigentlich unterwegs sind. Aber machen wir mal den Blueprint und dann kümmern wir uns um dieses Problem.
Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich hier nicht irgendeinen Mist baue, weil... Hä? Was ist jetzt los? Ich will keinen gelben Block, ich will... Ach so, der hat sich... Ich hatte nämlich Shift kurz gedrückt und der hat sich das irgendwie gemerkt. Naja. Ja, jetzt muss ich nämlich hier, damit ich hier nicht ein Loch dann drin habe, den in Wahrheit muss ich jetzt wegnehmen, den Block. Und dann muss ich hier und hier und so. Jawohl, dann passt's. Gut, dann bauen wir hier den Blueprint fertig. Na gut, dann müssen wir hier eigentlich auch schon wieder weitermachen. So langsam können wir dann auch an Fenster denken. Ich mache jetzt mal hier eine Reihe hin. Dann müssen wir hier natürlich mit dem Einzelstein ausgleichen. Hier auch und hier dann mit den Torbögen für den Eingang in den Turm. Und dann können wir uns innen was überlegen mit einer Treppe, wie man eben auch hochkommt im Turm. Eine Leiter könnte natürlich auch reichen, aber irgendwie wäre eine Treppe, glaube ich, schon cooler. Vor allem, weil das jetzt ja doch ein bisschen größerer Turm ist. Ist nicht so wie diese kleinen Türme hier, die ja auch noch so Durchgangstürme sind, sondern ist ja ein bisschen größer. Können wir es eigentlich machen, würde ich sagen. Ja, aber ich würde mal vorschlagen, wir machen das in der nächsten Folge. Ich muss ein bisschen husten gehen und ich verabschiede mich und sage auf Wiedersehen. Servus und tschüss.